Ihr Lieben, in meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass Uber, der Taxidienstleister aus den USA, 2 Millionen US-Dollar an schwerbehinderte Menschen zahlen muss, weil er diese diskriminiert hat. Aus irgendeinem Grund hat der Taxiverband Niedersachsen das Ganze als Blaupause für ein tolles Geschäftsmodell betrachtet und plant jetzt tatsächlich fast genau das Gleiche in Niedersachsen einzuführen. Bleibt dran, es wird super spannend. In den USA hatte der Taxidienstleister Uber die Idee, dass man ein 2-Minuten-Zeitfenster für dass das Taxi vor der Tür steht und man die Information darüber erhält, bis man einsteigen kann, hat. 2 Minuten. Dadurch hat Uber aber schwerbehinderte Menschen diskriminiert, die dadurch regelmäßig einfach mehr Kosten hatten im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsteilen. So sah es tatsächlich auch ein US-Gericht und Uber musste Strafe zahlen. Und natürlich auch diese Handlung jetzt unterlassen. Aus irgendeinem Grund denkt der Taxiverband von Niedersachsen, dass das eine geile Idee ist und versucht jetzt in Niedersachsen genau das Gleiche, noch viel krasser, noch diskriminierender einzuführen. Bei Uber gab es diese Mehrkosten ja für alle, die nicht in 2 Minuten im Auto waren. Niedersachsen will jetzt pauschal für alle schwerbehinderten Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen und dadurch, dass eine Rampe ausgefahren werden muss, für diese Extradienstleistung möchte der Taxiverband von Niedersachsen jetzt zwischen 5 und 15 Euro Mehrkosten von schwerbehinderten Menschen verlangen. Ausschließlich von schwerbehinderten Menschen. Das heißt, wenn du mit deinem Kinderwagen unterwegs bist, zahlst du keine Mehrkosten. Wenn du aus deinem Rollstuhl aussteigen kannst, dann zahlst du auch keine Mehrkosten. Nur wenn du so schwerbehindert bist, dass du in dem Ding sitzen bleiben musst, dann musst du blechen. Eine unfassbar krasse Diskriminierung. Also, was denken die sich dabei? Also, wie kommt man in der heutigen Zeit noch auf die Idee, sowas zu machen? Also, es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen dazu. Die Alternative wäre zum Beispiel, weil die Kosten natürlich entstehen. Also, so ein Autoumbau, der kostet ungefähr 10.000 Euro, manchmal ein bisschen weniger. Aber die Kosten müssen ja irgendwo getragen werden. Aber genauso ist es halt auch beim Bus. Der Bus kann sich ja auch zum Beispiel absenken lassen und hat auch eine Rampe. Und da zahlen die Schwerbehinderten selbstverständlich nicht extra. Genauso wenig wie die Leute, die mit einem Kinderwagen auch diese Rampen oder diese Absenkfunktion nutzen. Das wird von der Allgemeinheit getragen, denn so ist unsere Gesellschaft aufgebaut, dass die Schwächsten mit unterstützt werden. Aus irgendeinem Grund sieht das der Taxiverband von Niedersachsen anders. Und der Oberknaller ist, dass einzelne Landkreise und Städte in Niedersachsen gesagt haben, coole Idee, um einfach noch mehr Ausgrenzung in unserer Gesellschaft zu schaffen und noch mehr die schwerbehinderten Menschen daran zu hindern, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Das machen wir mit, das unterzeichnen wir. Wir erlauben euch diese krasse Diskriminierung. Unfassbar. Tatsächlich wird diese Praxis sogar schon umgesetzt in einigen Landkreisen bzw. in Städten. Vor allem wurde da in dem Artikel, den ich euch auch unten verlinkt habe, Göttingen genannt. Und da frage ich mich wirklich, wie ist das möglich, dass da noch niemand gegen geklagt hat? Also, es ist offensichtliche Diskriminierung. Es verstößt einfach gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Es verstößt gegen die Behindertenkonvention, wo Deutschland sich verpflichtet hat, diese umzusetzen. Und damit ist die Grundlage für eine perfekte Klage, also für eine gewonnene Klage, bereits geschaffen. Warum klagt keiner? Also, ihr Lieben, wenn ihr in den Orten wohnt, wo ihr so diskriminiert werdet durch den Taxiverband und natürlich dadurch dann auch euren Landkreis, dann schreibt mir mal unbedingt, denn ich fände eine Klage sehr spannend und möchte euch auf jeden Fall dabei unterstützen. Und wir finden da gemeinsam mit Sicherheit eine Möglichkeit. Und ja, das war es von mir. Ich bin wirklich sprachlos über dieses Vorhaben, was noch nicht alle umgesetzt haben, aber tatsächlich irgendwie interessiert von den Landkreisen betrachtet wird. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr betroffen seid. Wir sehen uns beim nächsten Video.